Hallo. Das Dilemma von und mit Virenscannern unter Windows haben wir schon öfters beleuchtet. Das Problem, das die haben, ist, dass sie nicht cleverer sein können als das Betriebssystem, das sie umgibt. Da der Virenscanner also nicht aus der Matrix im übertragenen Sinne heraus kann, hat er es also oftmals mit Gleichgestellten zu tun, also mit Viren, die die gleichen Rechte haben wie er. Oder manchmal auch mit Angreifern, die sich über eine Lücke im System Systemrechte verschaffen konnten. Dann wird der Virenscanner eben schnell deaktiviert und schon kann der Virus-Angreifer schalten und walten, wie er möchte. Solch ein cleverer Virus ist sicher nicht die Regel. Meistens sind sie recht einfach gestrickt und werden beim Angriff erkannt. Aber das nutzt uns nichts, denn die cleveren Vertreter dieser Gattung, die machen uns die meiste Arbeit. Also brauchen wir eine Möglichkeit, das Antivirus-Programm von außerhalb der Matrix arbeiten zu lassen. Dann kann er besser arbeiten, allerdings haben wir dann einige andere Probleme. Diese Probleme lösen Boot-CDs direkt mit der jeweils aktuellsten Version des Antivirus-Programms. Wir haben hier schon einige Vertreter vorgestellt, hier jetzt der Vertreter, die Antivirus-Boot-CD von AVG, inklusive einiger weiterer Tools. Und eines dieser weiteren Tools ist die Möglichkeit, die Registry zu bearbeiten. Sicher nichts für unerfahrene User, aber Profis kommen damit ganz gut zurecht. Deswegen jetzt hier mal nur als Beispiel die Registry bzw. die Starteinträge dieses Rechners, in der wir jetzt unter anderem zwei Programme von Adobe sehen und die werden wir jetzt dann gleich mal testweise entfernen. Könnte man natürlich hier auch so jetzt so viel einfacher machen, aber wir gehen natürlich davon aus, dass wir im Notfall hier einen Eintrag entfernen müssten, der jetzt eben von einem Virus stammt. Insoweit darf die CD hier in keiner Notfallkiste fehlen. Wir öffnen unseren Standard-Webbrowser und navigieren diesen zu. Den Link finden Sie zusätzlich nochmal in unserer Beschreibung. Zu http://www.avg.com/us-en/avg-rescue-cd. Aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich weil wir unfähig sind, haben wir das Ganze über die deutsche Website nicht gefunden und wir haben es auch nicht mal richtig verlinkt gefunden auf der US-Webseite. Es scheint so, als wenn man das Teil nur findet, wenn man es anspringt. Wenn man nach AVG-Rescue-CD in der Search sucht, dann findet man allenfalls die Nutzungsbedingungen, aber auch keinen Link. Oder halt, wir haben uns nicht clever genug angestellt. Egal, deswegen auch der Link in der Beschreibung. Also das Image runtergeladen, auf eine CD gebrannt, die CD ins Laufwerk eingelegt, Bootreihenfolge geändert und schon das Ganze gestartet. Das machen wir natürlich jetzt auch hier. So, CD-Laufwerk angewählt. So, beim ersten Mal, wir wissen nicht, wo sollen wir hin, also drücken wir einfach F1, bekommen wir eine Hilfe. In diesem Fall werde ich jetzt das Ganze mit VGAsk starten. Das sehen wir hier oben in der dritten Zeile, um den Videomodus festlegen zu können. Also VGAsk. Für den Fall der Fälle, dass Sie da überhaupt Schwierigkeiten haben. Sie können es auch erstmal so starten lassen. So, sehe ich jetzt hier eine Auflistung aller möglichen Video-Modes und ich trage jetzt hier einfach mal die 340 ein, weil das derjenige ist, der jetzt hier für mich am besten funktioniert. Aber wie gesagt, das brauchen Sie nur machen, wenn Sie da überhaupt Schwierigkeiten haben. Erstmal beim ersten Mal durchstarten lassen, wahrscheinlich erkennt er das schon durchaus ausreichend. So, dann braucht er natürlich einen Moment, um zu booten. Kurz vor der eigentlichen Nutzung auch hier nochmal Software License Agreement. Einfach nur draufklicken. So, wir werden direkt gefragt, ob wir ein Update durchführen möchten. Das können wir machen, müssen wir aber nicht machen. In diesem Fall sage ich jetzt einfach mal nein, nur um Ihnen zu zeigen, dass wir das Gleiche hier in der dritten Option ebenfalls durchführen können. Einfach Select, Update vom Internet, das wäre jetzt genau das Gleiche wie eben auch. Woher oder beziehungsweise was soll erstmal aktualisiert werden? Virus Database Update, Programm Update oder eben ein optionelles Update. So, da ich das ISO-Image quasi gerade eben erst runtergeladen habe, werde ich wohl die neueste Version haben, sodass ich das Programm-Update zumindest jetzt nicht brauche. Wenn Sie die CD jetzt schon Monate oder Jahre lang nutzen, dann kann es eventuell auch mal sinnvoll sein, ein Programm-Update durchzuführen. Also einfach OK klicken, Run-Update, Yes. Dann wird das Ganze fix runtergeladen.
Insoweit empfiehlt sich also das Update von der Virensignatur auf jeden Fall, da wir ja auch nicht wissen, wie lange das jeweilige ISO schon dort zum Download bereit liegt. Kann ja sein, dass das durchaus schon einen Monat oder zwei alt ist. So, nachdem abgeschlossen, press any key to continue, fertig. So, und dann wieder zurück ins Hauptmenü. Schauen wir uns die möglichen Optionen kurz an. Natürlich können wir unsere Festplatte scannen, das ist ja auch der Sinn des Ganzen, eben verzeichnisorientiert oder eben Festplattenlaufwerksorientiert, Volumes. So, können wir hier aussuchen, standardmäßig ist alles aktiviert. Und wenn wir mit unseren Pfeiltasten nach oben und nach unten springen, können wir mit der Space-Taste das Sternchen, das da in diesen eckigen Klammern ist, einfach wegschalten. So, in diesem Fall würde dann halt nichts mehr gescannt werden. Wenn wir das ausgewählt haben, einfach auf OK. So, jetzt können wir hier noch ganz kurz angeben, was soll denn alles gescannt werden. Zum einen Archive, sollen die mitgescannt werden? Wie schaut es aus mit Passwort, geschützten Dateien und so weiter und so fort. Das einfach mal durchlesen, Scan Cookies. Ich würde wahrscheinlich in dem Fall, wo ich hier ernsthaft Sorge habe, würde ich wahrscheinlich erstmal alles anwählen. So, wir können mit der Tab-Taste hier unten im Menü hin und her springen, für den Fall der Fälle, dass wir halt am Ende OK auswählen können oder eben Return. Ich werde das natürlich jetzt hier nicht machen, da das System hier bei mir natürlich sauber ist. So, das jetzt halt nur, um das Ganze anzeigen zu können. So, wir können hier noch das Netzwerk konfigurieren, wenn Sie einen DHCP-Server im Netzwerk haben. Und das sollte inzwischen eigentlich Standard sein, auch wenn Sie es vielleicht nicht nutzen. Also in einem fixen Netzwerk, in dem sich nicht viel tut, nutzen wir hier auch ganz gerne fixe IPs. Hat ein paar Vorteile. So, allerdings, jedes halbwegs normale Modem, das irgendwo den Zugang zum Internet regelt, sollte auch einen DHCP-Server anbieten. So, den muss man ja nicht unbedingt abschalten, man kann ihn ja mitlaufen lassen. Denn in diesem Fall ist das jetzt alles ganz einfach gewesen. Wir mussten nichts einstellen. Das findet die CD auch alles von selbst. Und das ist natürlich dann ganz spitze. Sonst müsste man jetzt erstmal hingehen und sagen, ich muss mir erstmal hier mein Netzwerk konfigurieren. So, dann muss ich jetzt hier statische IP anwählen. Okay, habe ich jetzt nicht wirklich angewählt. Dazu hätte ich die Space-Taste setzen müssen. Versuchen wir das Ganze nochmal. So, das muss dahin gesetzt werden. Enter. So, und dann muss ich jetzt hier die entsprechenden IPs angeben. Wenn Sie natürlich wissen, was Sie tun, reicht das immer noch. Ansonsten DHCP lassen ist wesentlich einfacher. So, hier jetzt noch die Utilities, die wir noch mitgeliefert bekommen haben. Ein Dateimanager, um auf die Festplatten zuzugreifen. Midnight Commander, ein Klon des uralten Norton Commanders. Ist aber völlig egal. Wichtig ist, dass es grundsätzlich funktioniert. Für diejenigen, die unter Linux nicht ganz so bewandert sind, sieht das eventuell auf dem ersten Blick ein bisschen seltsam aus. Vor allen Dingen, weil man hier nicht die Windows-Struktur erkennt. Wir sind natürlich hier auf der Linux-Dateistruktur unterwegs. Für uns als Windows-User nur wichtig, das Verzeichnis MNT oder /MNT steht für Mount, denn dort sind unsere Festplatten eingebunden. So, klicken wir also einfach mal rein. Wir können hier mit der Pfeiltaste ganz problemlos navigieren. So, wir haben SDR1 und SDR5, das sehen wir von hier aus schon, dass da jetzt überhaupt was dahinter ist, und zwar über diese Size-Spalte. So, SDR1, gucken wir mal rein und schon sehen wir hier, jetzt haben wir hier Dokumente und Einstellungen, Downloads und so weiter und so fort. Ja, das sieht schon eher so aus wie eine Festplatte von Windows. So, SDR2, keine Größe angegeben, ist auch nichts dran. So, SDR5 ist in diesem Fall die D-Platte. Mit dem Verzeichnis MyStuff, Temp und so weiter und so fort. Also funktioniert alles ganz wunderbar. Hier können wir dann jetzt zum Beispiel Dateien entfernen, wenn wir das aus irgendwelchen Gründen gebrauchen können. So, wenn wir hier fertig sind, einfach die Taste F10 drücken. Wir haben hier unten eine Art Menüleiste. Wollen Sie wirklich beenden? Will ich. Also, und schon sind wir wieder zurück. So, etwas mehr tricky ist dagegen der Registry Editor. Wählen wir den an, muss wieder gesagt werden, welches Laufwerk soll denn jetzt nach den Registry-Daten durchsucht werden. Das ist normalerweise natürlich die C-Platte. So, wir konnten jetzt zumindest, wenn wir es nicht genau wissen, es wird jetzt hier etwas vorgeschlagen, SDR1. So, wenn wir es nicht genau wussten, streng genommen in den Norton Commander, beziehungsweise
in den Midnight Commander, um dann halt dort nachzuschauen, ist SDA1 oder SDA5 jetzt meine C-Platte gewesen. Wahrscheinlich ist es immer das kleinere Laufwerk, also SDA1 in diesem Fall. Einfach mal Enter drücken. So, jetzt werden die Hive-Dateien gesucht. Bekommen wir nach dem Einlesen die letzte Warnung. Wenn wir hier was falsch machen, können wir uns unsere Registry auch ganz ordentlich zerschießen. Ansonsten, das Programm kann mit Q beendet werden und mit der Eingabe von H bekommen wir die Hilfe. Also, erstmal Enter für Yes. Jetzt werden die entsprechenden Hives hier angezeigt. Und entsprechend der letzten Zeile, das Beste ist erstmal ein Fragezeichen einzugeben. Fragezeichen eingegeben, erscheint allerdings nicht. Warum? Wir sind mit der englischen Tastatur unterwegs. Das könnte man sich dann vorher vielleicht mal ein bisschen anschauen, wo das Fragezeichen liegt. In diesem Fall liegt es eben, wenn man jetzt die deutsche Tastatur nimmt, auf dem Unterstrich oder dem großgeschriebenen Bindestrich. Also einfach mal eingeben, bekommen wir eine kleine Hilfe. Ist so gesehen relativ einfach das Ganze. Hive listet die entsprechenden Hives auf oder eben mit Hive-Nummer springen wir in den entsprechenden Hive rein. Mit CD-Schlüssel können wir uns, also CD-Key, können wir uns durch den entsprechenden Hive oder eben die Registry durchnavigieren. Und für uns wird es dann am Ende erst tricky, wenn wir das Ganze löschen müssen. Dafür wird der Befehl DK für Delete Key benutzt. So. Und eben als unten als letztes wieder Q für Quit. Also versuchen wir das Ganze mal. Erstmal wieder Hive, damit wir das Ganze aufgelistet bekommen. Also SAM Security Software System. Was nehmen wir da als erstes? Hive. Ich würde mal sagen, wir nehmen Hive 2 Software. Also Hive 2. Jetzt sind wir in der Software. Machen wir mal ein DIR. So, was sehen wir jetzt hier? Die entsprechenden Schlüssel. So, das müsste im Großen und Ganzen das sein, was wir sonst auch in der Registry sehen. Also springen wir mal Microsoft an. CD Microsoft. DIR. So. Okay, als nächstes CD Windows. Jetzt habe ich es mal absichtlich klein geschrieben. Wird nicht gefunden. Groß-Kleinschreibung ist also wichtig. CD Windows. So, dann Current Version. CD Current Version. CD Run. So, und hier sind jetzt die eben genannten Einträge als Eintrag, als der letzte Eintrag und eben der vorletzte Eintrag, die zwei Einträge von Adobe. Wenn wir jetzt aus irgendeinem Grund nicht mehr wissen sollten, was wir denn genau machen müssen, dann können wir natürlich auch hier jetzt jederzeit wieder mit unserem Fragezeichen uns die Hilfe anzeigen lassen. In diesem Fall auch ganz sinnvoll. Da sehen wir eben jetzt zum Beispiel oben noch immer die entsprechenden Einträge in der Registry und unten sehen wir jetzt halt, was wir machen können. So, eben hatte ich gesagt, DK wäre der richtige Value, beziehungsweise der richtige Wert. Also DK eingegeben, Adobe Reader Speed Launcher. Ja, kriege ich allerdings eine Fehlermeldung, Delete Key, der Key wurde gar nicht gefunden. Jetzt stellt sich die Frage, warum wird der Key nicht gefunden? Gut, wir sehen es hier oben. Jetzt müssen wir mal da ranzoomen. Dass wir hier Value-Name haben oder Value-Name. Es ist gar kein Schlüssel, den wir löschen wollen, sondern es ist eigentlich eher ein Wert. Der Schlüssel dürfte unsere Kategorie oder unser Hive-Unterkey namens Run oder Run sein. So, das heißt, wir müssen einen Value löschen und dafür gibt es wieder einen anderen Befehl, nämlich hier dv-value-name für delete-value. So. Müssen wir das Ganze also nochmal versuchen. dv Adobe Reader Speed Launcher Unknown Command dv. Also dv funktioniert nicht. Wo sich die Frage stellt, warum funktioniert DV nicht? Habe ich das jetzt falsch eingegeben? Denn das müsste funktionieren. Machen wir es nochmal. Speed Launcher. So, zum zweiten Mal. Wahrscheinlich, weil ich eben mal ganz kurz in dem Video nach oben gesprungen bin und wieder nach unten gesprungen bin, hatte ich unsichtbare Zeichen da drin. Jetzt beim zweiten Mal hat es nämlich funktioniert. So hat es in dem Test auch funktioniert. Also nehmen wir noch schnell Adobe ARM raus. Adobe ARM. So, ist das Ganze auch weg.
So, wichtig natürlich, nicht einfach jetzt neu starten, nur weil wir mit einer Live-CD unterwegs sind, sondern mit Quit sich aus dem Programm richtig beenden. So, wollen wir nämlich jetzt die Änderungen, die wir jetzt gemacht haben, die sind noch gar nicht wirklich durchgeführt. Sind wir sicher, dass wir die durchführen wollen? Ja, sind wir sicher. Und wir sind uns ebenfalls bewusst, dass wir auf einer deutschen Tastatur unterwegs sind. Also Z und Y müssen wir da entsprechend umändern. Ich habe jetzt also gerade auf Z gedrückt und hier erscheint ein Y. So, wird das Ganze geschrieben. Jetzt ist es okay. Press any key to continue. So, jetzt sind wir raus. Jetzt können wir hier auf Return gehen. Und hier können wir jetzt auf Reboot gehen. So, wird das Ganze neu gestartet. Wieder in Windows angekommen. Schauen wir mal in der Registry nach. Wobei das jetzt hier kein Problem darstellen dürfte. So. Wir sind direkt wieder in unserem Registry. Oh, jetzt haben wir hier einen neuen Eintrag. Optional Components. Der war eben nicht da, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. Naja, egal. Hat auch nichts damit zu tun. Den nehme ich einfach so wieder raus. Jetzt ist das Ganze sauber. Funktioniert also ganz wunderbar. Wobei natürlich für diejenigen User, denen das jetzt hier zu aufwendig ist, sich so durch das Ganze zu navigieren. Wir haben mal in einem anderen Video gezeigt, wie sich eine Windows PE-Version unter dem Namen Bart PE erstellen konnten. Dann bekommen Sie einen richtigen Registry-Editor mitgeliefert, der auch eine schöne Benutzeroberfläche hat. Eben genau dieselbe Benutzeroberfläche wie dieses RegEdit-Exe hier. Das ist dann nochmal einfacher für diejenigen, die sich halt nicht so gerne auf dieser Konsolenebene befinden. Ansonsten allerdings sicher ein nützliches Tool. Okay.